bei meinem Vortrag geht es um Haftung und Beweis im Cloud Computing. Wir machen zwar grundsätzlich auch Datenschutzrecht, aber dieser Vortrag soll wirklich nur die haftungs- und beweisrechtliche Problematik aufzeigen. Ja, die Beweisführung hat einen gewissen Wandel vollzogen mit den Jahrzehnten. Im Mittelalter beispielsweise war das so, um herauszufinden, ob eine Frau eine Hexe war, hat man sie ins Wasser geworfen und wenn sie dann angefangen hat zu schwimmen, dann war sie eine Hexe und musste auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Wenn sie nicht angefangen hat zu schwimmen, dann war sie unschuldig. Das hat ihr leider auch nicht geholfen, weil sie dann nämlich ertrunken ist. Und im Zivilprozess war das so, dass man sich erst gar nicht die Mühe gemacht hat, irgendwelche Beweise zu sammeln, sondern man hat einfach den Kläger gegen den Beklagten antreten lassen. Die durften auch Vertreter schicken und die haben dann gekämpft und der Stärkere, der dann gewonnen hat, hat dann auch den Prozess gewonnen. Seitdem hat sich ein bisschen was getan, aber heute ist es so im Zivilprozess, dass die Parteien die Beweise erbringen müssen. Und oftmals ist es so, dass man gar nicht wirklich was beweisen kann und deswegen muss man einen Sachverständigenbeweis braucht man. Und da ist das Problem, dass die Parteien, die die Tatsachen beweisen müssen, müssen das im Voraus entrichten. Das ist kostspielig, das braucht seine Zeit und daher ist die Überlegung, ob man nicht irgendwie zumindest als Hilfestellung einen sogenannten technischen Beweis ins Auge fasst, so wie es jetzt beispielsweise die FIFA nämlich macht und die erkennt diesen technischen Beweis für das Erkennen von Toren. Und genau darum geht es im Prinzip in meinem Vortrag, um die Notwendigkeit und die Effizienz eines technischen Beweises. Ja, grundsätzlich ist es so, wir lösen hier nicht irgendwie was im luftleeren Raum, sondern wir brauchen einen konkreten Fall und das ist im Prinzip auch das, was ich hier mit Ihnen machen will. Ich habe hier einen Fall erarbeitet und den würde ich gerne mit Ihnen lösen, keine Angst, nicht interaktiv. Das heißt, bevor wir über die Notwendigkeit eines technischen Beweises reden können, müssen wir ein paar materiell-rechtliche Grundlagen verstehen. Ich habe hier einen Subway Operator, das ist eine Metrostation, ein Metrostationsbetreiber, der hat einen Vertrag mit einer Sicherheitsfirma und zur Überwachung einer Metrostation. Und wenn da irgendwas komisch ist, dann ertönt ein Alarm und die Polizei kommt und schaut sich das an. Diese Sicherheitsfirma nutzt Cloud-Dienste und zwar werden die einzelnen Elemente wie Analyse, Videomanagement, Datenbank, virtuelle Server und Speicher von verschiedenen Cloud-Providern bezogen. Und genau, die Sicherheitsfirma noch vorab ist der Cloud-Nutzer. Jetzt kommt es, wie es kommen muss, dass die Metrostation beschädigt wird. Es gab keine Aufnahme, keinen Alarm, keine Polizei und der Stationsbetreiber muss jetzt diese Metrostation reparieren lassen und fordert von der Sicherheitsfirma Schadensersatz. Und die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, ist die, wenn jetzt irgendeiner dieser Provider eine Pflichtverletzung begangen hat, ist dann diese Sicherheitsfirma dafür verantwortlich und muss dann praktisch dem Metrostationsbetreiber den Schaden ersetzen. So, wann wäre das der Fall? Das wäre dann der Fall, wenn man den Cloud-Provider als Erfüllungsgehilfen einstufen kann. Was ist ein Erfüllungsgehilfe? Das ist jemand, der nach den tatsächlichen Gegebenheiten mit dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als seine Hilfsperson tätig wird. Das heißt, wir haben hier eine Aufgabe, die obliegt dem Schuldner. Nicht er erbringt sie, sondern jemand anders tut dies für ihn. Und es ist auch irrelevant, ob der Schuldner die Aufgabe selbst erfüllen könnte und auch selbstständige Unternehmen können Erfüllungsgehilfe sein. Ja, warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil der Schuldner nämlich auch ein Verschulden dieser Person zu vertreten hat, derer er sich zur Erfüllung der Verbindlichkeit bedient. Und zwar im gleichen Umfang wie eigenes Verschulden. Und in Cloud-Computing-Fällen ist natürlich wichtig, dass man sich genau anschaut, was ist denn jetzt letztlich die Leistung des Providers, um ihn als Erfüllungsgehilfen einzustufen. So, jetzt übertragen wir das Ganze mal auf den Fall und fragen uns, ob die XAG, also die virtuellen Server, bereitstellt, ob das ein Erfüllungsgehilfe der BAG und CAG ist, das heißt der Provider der Sicherheitsfirma. Und da ist es so, die XAG erbringt natürlich eine unabdingbare Leistung für das Überwachungssystem, denn ohne diese virtuellen Server würde das gar nicht funktionieren. Das heißt, die XAG ist ein Erfüllungsgehilfe der BAG und CAG.
Wie sieht es mit Y und Z aus? Da ist es so, dass der Provider, das heißt die CAG, haftet für Leistungen Dritter, Y und Z, wenn diese Vertragsgegenstand zwischen dem Cloud-Nutzer, das heißt der Sicherheitsfirma und ihm sind. Und das ist hier gerade der Fall, denn ohne die Datenbank, den Speicherdienst, könnte dieser Videomanagement-Dienst nicht funktionieren. Das ist auch irrelevant, wie viele Hilfspersonen er benötigt, um seine Verbindlichkeit zu erfüllen. Ja, wie sieht es jetzt eigentlich mit den ersten Cloud-Providern aus? Sind das auch Erfüllungsgehilfen des Cloud-Nutzers? Da ist es so, dass die Sicherheitsfirma ist grundsätzlich angewiesen auf BAG und CAG für die Überwachung und es liegt dann auch in der Risikosphäre des Cloud-Nutzers, wenn er diese einschaltet. Das ist aber wirklich eine Einzelfallentscheidung, hängt davon ab, was der Provider letztlich machen muss. Wenn die Sicherheitsfirma beispielsweise die Gehaltsabrechnung seiner Angestellten in die Cloud auslagern will, dann hat das nichts mit der Überwachung der Metrostation zu tun. Und in diesem Fall wären das dann auch keine Erfüllungsgehilfen. Ja, die eigentlich spannende Frage ist die hier, nämlich ob die Erfüllungsgehilfen des Erfüllungsgehilfen auch Erfüllungsgehilfen des Cloud-Nutzers sind. Da ist es so, die Sicherheitsfirma bedient sich natürlich auch mittelbar der Leistung der Erfüllungsgehilfen des Erfüllungsgehilfen und sie hat die Möglichkeit, den Erfüllungsgehilfen zu erlauben, Erfüllungsgehilfen zu nutzen, dann haftet er auch für sie. Oder wenn er es nicht erlaubt und die Erfüllungsgehilfen ziehen trotzdem weitere Gehilfen hinzu, dann stellt es auch ein Verschulden des ersten Gehilfen dar, mit der Folge, dass dann auch eine Zurechnung erfolgt und damit haftet auch der Cloud-Nutzer für die Erfüllungsgehilfen des Erfüllungsgehilfen. Also zusammenfassend kann man dann sagen, in unserem Fall wird die Sicherheitsfirma auf jeden Fall für alle diese Personen, diese fünf Cloud-Provider haften müssen und den Schaden dann dem Metrostationsbetreiber ersetzen müssen, wenn diese eine Pflichtverletzung begangen haben. Jetzt kommt es zum Prozess und zwar verklagt der Metrostationsbetreiber diese Sicherheitsfirma und da ist es so, dass die Beweislast sagt, dass der Cloud-Nutzer beweisen muss, dass er selbst nicht vorsätzlich gehandelt hat oder fahrlässig und dass seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich und fahrlässig gehandelt haben. Und die große Frage ist natürlich, wie? Also ich will mich jetzt hier nicht auf Vorsatz beschränken, weil ich meine, wenn jemand vorsätzlich gehandelt hat, das ist jetzt nicht unser Fallbeispiel, sondern es geht tatsächlich nur um die Fahrlässigkeit, nämlich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen. Und dafür hat er in der Tat nur fünf Beweismittel, nämlich den Zeugen, Urkunde, Augenschein, Sachverständigen und die Parteivernehmung. Und die Frage ist, wie kann er mit diesen Beweismitteln die Ursache des Schadens beweisen, das heißt, warum ist das passiert und gleichzeitig auch beweisen, dass er nicht fahrlässig gehandelt hat oder seine. So, das heißt, er müsste in dem Fall dann beweisen, dass es kein Hackerangriff war, kein Datenleck, kein Konfigurationsfehler, keine Überlastung, keine höhere Gewalt, kein technischer Defekt. Und das große Problem ist, er selbst hat keinen Einblick in das, was tatsächlich passiert und er hat auch keinen Zugriff auf die Beweise, denn die sind ja in der Sphäre des Cloud-Providers. Das heißt, wir haben hier eine Vielzahl auftretender Akteure, wir haben ja hier fünf Cloud-Provider, es ist technisch äußerst komplex und ja, er weiß eigentlich nicht wirklich, was denn da vorgefallen ist. Das heißt, er benötigt die Hilfe seiner Erfüllungsgehilfen. Das sieht dann so aus, dass wir im Prinzip zwei Klagen haben werden. In der ersten Klage des Metrostationsbetreibers gegen die Sicherheitsfirma ist es so, dass er beweisen muss, dass er nicht fahrlässig gehandelt hat und dass seine Erfüllungsgehilfen nicht fahrlässig gehandelt haben. Und wenn sich in dem Prozess herausstellen sollte, dass es einer der Cloud-Provider war, dann muss er natürlich dem Kläger den Schaden ersetzen und er wird dann seinerseits den Cloud-Provider in Regress nehmen. Aber das ist nur dann der Fall, wenn der Cloud-Provider dem ersten Prozess beitritt. Das ist dann eine sogenannte Streitverkündung. Das heißt, der Cloud-Provider wird dann an die Entscheidung des ersten Prozesses gebunden bei einem etwaigen Folgeprozess. So, das Problem ist aber, man kann sehr schwer herausfinden, was denn da passiert ist. Und der Cloud-Provider benötigt die Hilfe des, also der Cloud-Nutzer benötigt die Hilfe des Cloud-Providers. Das Problem ist aber, der Cloud-Provider hat natürlich kein Interesse daran, dem Cloud-Nutzer zu helfen. Warum? Wegen dem zweiten Prozess, weil er dann selbst den Schaden ersetzen müsste.
Was wird er also machen? Er wird sagen, nö, also ich war es nicht, das war ein anderer Cloud-Provider oder es war der Cloud-Nutzer selbst, in dem der vielleicht irgendwelche Passwörter hat zugänglich gemacht oder die Passwörter wurden einfach gehackt. Und das wird in der Tat äußerst schwierig sein für den Cloud-Nutzer zu beweisen, dass er selbst etwas nicht getan hat, dass er selbst keine Passwörter zugänglich gemacht hat, dass er selbst, also dass die Passwörter nicht gehackt wurden. Und so haben wir eine sogenannte Non-Liquid-Situation, das heißt, es kann nicht bewiesen werden und damit verliert er auch den Prozess, weil die Beweislast ihm auferlegt, zu beweisen, dass er nicht fahrlässig gehandelt hat. Und er wird auch den zweiten Prozess verlieren, falls er einen Cloud-Provider in Regress nimmt, weil er da nämlich die Schadens, also beweisen muss, dass die Schadensursache allein in der Sphäre des Cloud-Providers liegen kann. Und auch da müsste er dann zeigen, dass keine Passwörter irgendwie zugänglich gemacht wurden oder diese gehackt wurden. Das ist also eine äußerst schwierige prozessuale Situation für den Cloud-Nutzer. Und da muss man was machen. Da muss man sich nämlich überlegen, dass es vielleicht hilfreich wäre, wenn man einen neutralen Beweis hätte mit einem wahren Inhalt. Und wenn dieses Konzept nicht die Hilfe des Providers erfordert. Das heißt, der Cloud-Nutzer muss den direkten Zugriff auf die Beweise haben und so wäre es sinnvoll, einen technischen Beweis zu haben. Und ich bin mir sicher, Sie alle haben von diesem Apple iCloud-Fall gehört. Da ging es darum, dass irgendwelche Nacktbilder von Hollywood-Stars in die, im Internet öffentlich gemacht wurden. Ja, und was macht Apple? Apple sagt nicht, ja, wir haben da was falsch gemacht, das waren auf jeden Fall wir. Sondern Apple sagt ganz klar, nö, also das waren jetzt hier die Hollywood-Stars, die haben die Passwörter zugänglich gemacht, diese wurden gehackt. Und jetzt stellt man sich vor, man hätte diesen technischen Beweis, also diesen neutralen Beweis, wo man nachvollziehen kann, was ist denn da tatsächlich passiert, dann würde sich natürlich die Verschuldungsfrage nicht mehr stellen. Und gerade im Rahmen von kritischen Infrastrukturen, wo die Sicherheitsanforderungen aufgrund des hohen Vertrauens besonders hoch anzusiedeln sind, sind technische Beweise auf jeden Fall unabdingbar für eine rechtskonforme Nutzung des Cloud Computings. Denn eine kritische Infrastruktur kann ich einfach sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, es ist eine Non-Liquid-Situation. Denn es geht ja auch um Bürger, die diese kritische Infrastruktur nutzen müssen. Es ist keine vertragliche Konstellation und die müssen ja in gewisser Weise auch geschützt werden. Und wenn unklar ist, was da tatsächlich vorgefallen ist, dann kann das nicht getan werden. Daher verlangt das Cloud Computing nach neuen technisch-rechtlichen Ansätzen. So, das wäre es von meiner Seite aus.